Auf, frisch ans Werk. Heute bauen wir die Fabrik auf diesem hübschen Platz da. Nehmen noch alles mit, was wir hier so kriegen. Wie weit bist du? Ist gleich fertig. Das warten wir noch kurz ab. Kann ich schon irgendwas hier. Naja, die Dinger könnte ich erforschen. So ganz schnell noch nebenbei. Brauchen wir da eine blaue Schnecke? Ist eine Zweierschnecke, ne? Ich glaube. Können wir noch nicht nehmen. Ich bin ein Forscher. The remains researched belong to an So fertig? organism Sehr now gut. dubbed the fluffy-tailed hog. It has many characteristics that would likely classify it among the Den noch ein pseudopods bisschen that are native auffüllen. to Earth. Hog Den remains noch ein can bisschen now be marked auffüllen. an Jetzt alien können wir continent. loslegen. Ja, ist ja Additional richtig. Ich research. weiß. Alles gut. Okay, alles was heute passiert, ist meiner Meinung nach Standard. So sollte eigentlich jeder bauen. Mein größtes Problem ist bei der ganzen Sache jetzt eigentlich nur die Höhe. Das ist meine ausgehende Kante. Das ist alles so, wie ich das quasi auch bei Anno mache, nur diesmal auch in der Höhe. Okay, da hinten geht es nochmal ein bisschen tief runter. Das heißt, ich würde ganz gerne, wenn ich jetzt hier ein Fundament setze, erstmal ist die Ausrichtung, ja, dass das oben zu sehen ist, nicht von der Hand zu weisen. Das spielt auch eine ganz wichtige Rolle. Und dann würde ich den gerne so nah wie möglich dort ran platzieren, um zu gucken, wie viel ich da kriege. Selbst wenn ich den dann einbaue, ist mir das erstmal egal. Gut, und da wird erstmal schön manuell jedes Ding per Hand gesetzt. Um zu gucken, wie weit kommen wir jetzt damit? Ist das in Ordnung von der Höhe? Können wir damit arbeiten? Ist da schon Schluss? Ist das jetzt zu hoch, zu tief? Ja, genau, das ist immer mein Problem. Ich versuche das immer in einer Linie durchzukriegen. Und jetzt wird's lustig. Und natürlich stehst du mir jetzt im Weg. Das musst du auch immer erst hinkriegen. Ja, ist ja gut, der Papa baut ja neu. Geht ja nicht anders. Geht nicht anders, müssen wir machen. So, den Splitterer hier hingesetzt, da. Schön außerhalb der Rennbahn. Zack. Zack. Ah, das Bausystem von Santa's Factory ist und bleibt super. Das ist einfach, das geht schnell und vor allen Dingen, man hat nahezu an alles gedacht. Außer, dass er vielleicht hier die Verbindung beibehält. Muss ihn hier nur durchs Gemüse ordentlich kriegen. So, bist du da, zack. Will ich den wirklich so hoch? Ja, ich will. Nein, das ist hässlich. Ich werde das Gefühl nicht los, dass das von der Länge nicht reicht. Ich probiere es gar nicht erst. Keine Diskussion. Sieht hässlich aus, ist aber auch egal. Das wird gleich nochmal geändert, sobald das hier steht. Also ich will die Kuhle hier unbedingt mitnehmen. Und dann muss das auch ordentlich aussehen. Und das ist hier mit dem Lächeln kaum zu machen. Das Problem ist dabei jetzt meine Sicht. Das heißt, ich muss von der anderen Seite ran. Da wir ja noch kein Jetpack oder ähnliches haben, müssen wir mit dem arbeiten, was wir gerade haben. Nämlich, wir gucken einfach mal und sagen dann, ich nehme noch ein weniger. Zack, das sollte von der Höhe her ungefähr hinkommen. Ist das? Nein, das ist ein bisschen Tick weiter links, bitte. Tick weiter links. Ich habe nicht übertrieben mit der krankhaften Perfektion. So, dann möchte ich natürlich auch, dass hier kein Gemüse rausguckt. Ne? Also das ist dann auch wieder so eine Sache, wo ich sage, ja, das muss nicht sein. Hier schön an der Kante vorbei. Guck mal, der wäre mir jetzt eigentlich schon zu viel. Habe ich den jetzt? Ich habe ihn zu tief angelegt. Ne? Ich muss einen ganz kleinen Tick höher nehmen.
Einigen Leuten macht das nichts. Ja, das ist richtig. Einigen Leuten macht das nichts. Aber nicht der Roland. Nein, nein, nein. Ist ein ganz kleinen Tick höher. Ganz kleinen Tick. Natürlich die Frage, steht er wieder richtig? Übrigens, wer jetzt schon ausgemacht und hat gesagt, es ist schlimm, ne? Der hat den Rest noch nicht gesehen. Oh Mann. Jetzt ist die Frage, ob wir den noch einen länger machen und darauf pfeifen, auf dieses eine kleine 2 mm große Härchen, was hier rüber guckt. Wollen wir mal nicht so verherzlich sein. Es regt mich auf. Also der normale Roland würde jetzt nochmal machen. Aber der verständnisvolle Roland sagt jetzt erstmal, ist in Ordnung so. Können wir so lassen von der Höhe. Ansonsten muss ich jetzt gleich nochmal gucken, wie viel wir hier noch unten frei haben. Also wie viel letztendlich da noch nach oben gehen würde. Aber man sieht da jetzt schon, das ist die 4-Meter-Abteilung. Wir gucken mal die Zweier an. Ja, der ist da von der Höhe gut gewählt. Gut gewählt, der Junge. Gut gewählt. Das können wir alles so lassen. Vorausgesetzt, sie gucken alle in dieselbe Richtung. Das ist auch sehr entscheidend. Und das machen sie hier natürlich wieder nicht. Das ist absolut essentiell. Wenn das nicht hinhaut, können wir das hier alles sein lassen. Ja, deswegen dürfen wir jetzt hier alles nochmal machen. Ist das was? Ist das schön? Ja, das dürfen wir nochmal neu machen. Warum? Weil die alle nicht in dieselbe Richtung schauen. Und warum muss das? Richtig, damit ich, wenn ich da drauf baue, immer die Abstände richtig einhalte und genau weiß, was wie hin muss. Es ist quasi eine Bauhilfe, um es einfach zu beschreiben. Ich hasse es, wenn dieses Gemüse durchguckt. Kann es nicht leiden. Es geht nicht anders, sonst kommen wir von der Höhe nicht hin. Wie weit will ich das jetzt hier noch treiben? Nächste Frage. Alle in derselben Richtung? Würde ich Ihnen auch geraten haben. Also bis hier bin ich erstmal einverstanden. Mal abgesehen davon, dass ich die Ecke jetzt erstmal ganz kurz noch frei lasse. Alle in dieselbe Richtung. Also wir haben nach hinten raus haben wir noch Platz. Die Entfernung gefällt mir eigentlich ganz gut so. Dabei wird nicht nur die Fläche abgeguckt, sondern auch geguckt, hier hinten ist ja noch Wasser. Wenn wir Wasser brauchen, kommen wir da ganz gut ran. Also einen könnte ich theoretisch noch nehmen. Mehr dann aber auch nicht. Jetzt ist die Frage, ob ich den jetzt gleich mit ranklemme oder sage, okay, reicht mir jetzt erstmal. Eigentlich will ich nicht, weil das Gemüse da durchguckt. Aber wir nehmen den noch mit. Deswegen baue ich so gerne auf Wasser, weil da ist das Problem dann, da habe ich da die Höhe und dann ist egal, weißt du. Dann können wir das hier alles ganz wunderbar durchführen. Soweit, so gut, so baut es eigentlich, glaube ich, auch jeder. Also ich würde jetzt keinen, ne? Also manche bauen jetzt ohne Plattform unten, aber das wäre ja Quark. Ja, jeder baut hier irgendwann mal mit einem Fundament und dann mit Mauern ganz normal. Alles noch keine Kunst. Dann gibt es jetzt erstmal Schutzwände, damit uns nichts nervt. Vielleicht muss ich Beton holen, weil der ist gleich alle. Das Ding ist jetzt also 9 bereit. Okay, damit bin ich doch schon mal einverstanden.
Ein L3 kann ich eh nicht setzen. Lohnt sich gar nicht rüber zu rennen. Zack. Ich brauche mal Beton. Dann gucken wir auf der Karte, gucken wir, wo wir stehen, und wir sehen, das Eisen liegt eigentlich alles auf der rechten Seite. Ja, also wenn ich von da aus nach da rechts, also es liegt alles hier drüben. Wäre also, oder es macht sich logischerweise am besten, wenn wir die ganzen Schmelzöfen hier drüben hinbauen. Jetzt ist natürlich noch die Frage, ob wir das hier mit dem Hang mit einbauen oder ob wir sagen, der Hang existiert nicht und bauen nach unten hin. Ich könnte jetzt zum Beispiel eine Etage oben drüber setzen und sagen, da kommt erst alles hin und wir bauen unten nochmal ein bisschen rein. Ja, was ist das hier eigentlich? Achso, das Ding, was kein Mensch braucht. Okay. Jetzt hätte ich natürlich ganz gerne mehr Beton. Ne? Mehr Beton heißt aber auch gleichzeitig mehr Arbeit. Mehr Strom. Wir nix haben wir, aber Draht haben wir. Schon mal eine Ansage. Ja. Ja. Die Fabricator wären schon gut. Wir müssen sowieso alles freischalten, weil wir nichts weiter hinkriegen, ne? Förderband Nummer 2, bringt das schon was? Welcher ist jetzt eigentlich drin? Der Förderbandmäßige? Ja. Gut. War mir gerade selber nicht ganz sinnig. Können wir schon was abgeben? Ja, aber dann haben wir nichts mehr. Das ist ja lustig. Schmeiße ich jetzt mal hier ein bisschen. Kannst du nochmal machen. Der eine läuft ja quasi noch gratis. Wir könnten jetzt natürlich. Einen haben wir ja noch. Einen können wir noch. Aber, naja. Wenn wir den unter Strom mit dran setzen, ist der Strom beim Maximum. Dann muss ich die Dinger wieder per Hand herstellen. Was an sich ja nicht so schlimm ist, aber. Versuchen wir mal. Wir beide wissen, wie das ausgeht. Jetzt will er nicht mehr. Hat mich angeguckt, mich hat zur Drohung gekannt und hat dann gesagt, ja, jetzt hat er sich's überlegt. Kommst du jetzt oder heute nicht mehr? So, danke fürs Mitmachen. Achso, hab ich mir auf der Reihe gelegt. Zack. Zack. Sieht nicht schön aus, aber funktioniert. Oder wir stellen den dritten hinten mit an, dann können wir das hier laufen lassen. Schmeißen wir den kleinen hier an. Rein mit dir. Der ist voll, der ist nicht voll. Das heißt, den können wir hier noch hinsetzen. Zack. Zack, los geht's. Ja, ist ja richtig. Dann komm jetzt auch. So, zack. Es geht nicht viel schneller, aber ein bisschen. Schon mal wieder ein bisschen Gemüse verarbeiten. Wie kannst du herstellen?
Läuft der Strom 1860. Gut, alles klar. Das kann jetzt eigentlich alles eine Weile laufen. Die Schrauben packen wir mal hier mit rein. Dann könnt ihr auch erstmal weitermachen. Die restlichen Abteilungen, warte. Einen von denen können wir eigentlich beide. Können wir da gut mit reinpacken. Ja. Gut, das Problem ist natürlich, wir haben eigentlich nicht den Strom dafür, für den ganzen Verein hier. Ich könnte jetzt noch mehr Fabriken hier gleich aufbauen, will das aber erstmal alles jetzt so laufen lassen und ganz gemütlich hier weiter voranschreiten. Deswegen gehen wir jetzt zwischendrin gleich mal ein bisschen spazieren. Gucken wir uns mal um, was wir sonst noch so machen können. Die Metallplatten hätten wir fast. Wenn hier nochmal 20 drin sind, können wir die Metallplatten abgeben. Links habe ich fast. Müsste ich nur ein paar Dinge rausnehmen, dann kriege ich das auch noch voll. Ach ja. Sobald das nachher alles automatisiert ist, ist die Welt in Ordnung. Der Weg zur Kohle. Der ist der entscheidende. Zack. Das hätten wir schon mal. Das können wir auch noch mit reinpacken. Von mir aus auch die. Und jetzt gehen wir kurz spazieren. Und zwar weiß ich ganz genau, wo ich hin will. Das ist eine ganz sichere Stelle, wo ich weiß, dass es da noch Zeug gibt. Das erste Mal, als ich eine Fabrik aufgebaut habe, habe ich hier lang meine Förderbänder gelegt. Weil mir das für den Zug einfach zu wenig war. Also ich habe auch zu dem großen See gebaut. Es gibt hier nämlich einen Übergang. Der ist jetzt nicht wunderschön. Ist ein bisschen umständlich, da hochzukommen. Aha, deswegen baue ich hier immer. Wenn ich Beton mitgenommen hätte, dann kommt auch so hoch. Manchmal. Ha, kommt man hier nämlich rüber. Das ist nämlich der Dicke. Der Dicke könnte... Nun komm! Hau rein. Der spawnt gleich wieder. Den nehmen wir mit. Bloß nicht runterfallen. Irgendwo lag das Ding hier, also glaube ich. Bin mir eigentlich ziemlich sicher. Ja, ist ja gut, Leute. Ja, ist ja richtig. Ja, ist ja gut. Platz die Bahn, Stahlbeton, Räder, Kautschuk. Nein, so viele Rahmen habe ich nicht. So ein Mist. Oh, Stahlträger, die nehmen wir gleich gerne mit. Schwupp. Siehst du, von hier aus können wir ja auch irgendwie, also ich hoffe, zurück. Einen gibt's noch, aber da wird mächtig viel Geballer sein. Dann gehen wir hier oben noch ein bisschen lang, gehen wir spazieren. Wir machen ja einmal den Bogen. Wenn müsste das Ding vorne und dann rechts sein. Ja, hier ist mein großer See, da will ich hin. Oh, das wird jetzt lustig. Können wir an dir vorbeirennen? Ich kann es probieren, ne? Das Gute ist, hier geben wir einen Sprintboost. Gebt auf. Ich weiß nicht, ob man den aufkriegt, aber Fakt ist, wir rennen dran vorbei. Nehmen alles mit, was wir kriegen können.
Hoi, hoi. Ha! Glauben Sie, er hat das alles geplant oder nimmt das einfach so, wie es kommt? Ja, ja, ist ja richtig. Ich hab's gerade eilig. Hui. Obliged to preserve and secure any recovered hard drives for analysis in the MAM, which may result in benefits. Du gibst nicht auf, ne? Speculation as to why there are crashed freighters in your fixed designated zone is discouraged as specified in your contract. Ich höre gerade überhaupt nicht zu. Ich höre die Schnecke, aber ich sehe sie nicht. Gut, also hier unten irgendwo. Ich weiß, ich kann das Ding nicht mal aufmachen. Ich weiß, dass das relativ schwierig war. Da liegt er. Hier ist auch unten irgendwo so eine Höhle. Da gehen wir jetzt aber nicht rein. Wir sind nur zum Plündern hier. Ah, jetzt könnte ich zurückgehen mit den Rahmen die Dings aufmachen. Achso, Schießpulver haben wir nicht. Siehst du, das wusste ich noch. Okay. Eine Plünderungsrunde, die müssen wir halt machen. Ich weiß auch nicht, ob hier unten noch irgendwo was liegt. Wo sind wir eigentlich jetzt? Ah ja, gut, okay. Keine Ahnung. Da oben ist die komische Irgendwas-Fähre. Denken sich immer so lustige Namen aus. Da oben links, da müsste auch noch eins sein. Das Geile ist, viele Materialien, die du ja eigentlich erst später herstellen kannst, liegen ja eigentlich überall rum. Du musst eigentlich nur spazieren laufen und spazieren laufen ist auch wieder sehr gut gewählt, die Wortwahl. Ja. Einfach mal einen kleinen Spaziergang machen und dann kriegst du ja alles. Verdammt. Nicht auf Anhieb geklappt, drüber zu springen. Die Landschaft ist recht schön. Bis auf ein paar Viecher, die dir hinterher rennen, aber ansonsten ist gut. Ja, ist ja richtig. Gehen wir nicht auf den Sack. Renne ich jetzt eigentlich in die richtige Richtung oder hätte ich noch links abbiegen müssen? Ich hätte noch links abbiegen müssen. Hui. Hui. Hui, jetzt ja richtig. Hui. Hier darf ich nicht zu viel Hui machen, sonst bin ich Hui weg. Mit der Ruhe der Gemütlichkeit. Nicht hier hochkommen. Das Ding noch weiter links? Ja, das muss hier irgendwo sein. Ich weiß nur nicht mehr wo. Ich komme hier nicht rüber. Nein, das ist zu kurz. Aber wo bin ich jetzt eigentlich? Ach ja, hier. Ich bin fast wieder zu Hause. Okay, dann der andere ist zu weit links. Aber die Schnecke nehmen wir noch mit. Bewachte Schnecke. Da können wir nicht Nein sagen. Läuft der Laden hier? Ich könnte noch einen dritten anschmeißen, rein theoretisch. Schon ein bisschen nachproduziert. Na, also. Das läuft doch schon. Ihr nähert euch auch schon wieder dem Vollbestand. Könnt theoretisch auch schon Blech herstellen, so eine Runde. Was sagst du dazu? Nee, können wir nicht, weil da haben wir noch nicht freigeschaltet, so ein Mist. Okay, kleinen Rundruß gelegt. Muss mal sein. Gibt eh nichts zu tun. Ich kann jetzt hier daneben stehen und warten oder ich mache jetzt hier noch ein bisschen weiter. Ich könnte alles hier überspringen bzw. das Ganze immer skippen, aber so langweilig will der Roland dann auch nicht immer sein.
später muss ich das mal machen, weil das einfach dann viel zu lange dauert. Aber eine gute Ausbeute. Vor allen Dingen Stahlbeton können wir schon mal gut gebrauchen. Platten brauchen wir. Könnte theoretisch ein Kabel herstellen lassen. Zieh durch, Junge, zieh durch, jawohl. Den nehmen wir dann noch mit rüber. Den lassen wir auch hier. Kriegst du jetzt hier, dann können wir das abschließen. So. Gute Sache. Fixit would like to remind you of your contractual obligation towards efficiency. Recreational use of belts and lifts does not count towards work hours and will put you on the list. Stay efficient, don't disappoint Fixit. Dann stellen wir Kabel her. Ja, das reicht schon so. Könnt jetzt beides anschließen, muss aber nicht sein. Muss nicht sein, kriegen wir schon so, ist gut so. Als nächstes, ganz gemütlich, die Couponabteilung, ja, die ist mir eigentlich überhaupt nicht wichtig, also so gar nicht. Ja, also so überhaupt nicht. Ja. Der wird jetzt eine Kunst, den müssen wir bauen. Dafür brauchen wir Metallplatten, dafür müssen wir jetzt hier so einiges tun, wenn wir da vorankommen wollen. Brauchen wir gleich noch ein paar Platten, ja. Der Weltraumlift. Das größte Problem ist immer, ich weiß immer nicht, wo ich ihn hinstellen soll. Das ist das größte Problem. Der Rest ist eigentlich egal. Ja, der Rest ist immer so, naja, ich weiß nicht. Wenn wir den jetzt schon mal irgendwo hinstellen könnten, wäre das schon gut. Ich will den immer ganz gerne hier oben mit draufstellen, aber... Na komm, Hundi. Hundi, bleib stehen. Hundi, ich habe extra für dich Bären. Hundi, wo willst du denn hin? Da kommst du doch gar nicht mehr dran vorbei. Hey, Hundi. Nein, 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 warte, 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 hier. Guter Hund. Sind wir jetzt Freunde? Ja, ja. Hier. Number one. Lauf los und mach irgendwas. Wie ist der denn hier raufgekommen? Also hier von der Kante noch raufgebackt haben. Kam ja von hier. Ja, wahrscheinlich. Die geringste Ecke wieder genommen. War ja klar. Ich eins hasse, wenn mir hier die Viecher hier auf meinem Teil umherrennen. Auf meiner Anlage. Finde ich ja nicht so sexy. Okay, Weltraumlift. Wir brauchen ganz, ganz viel, keine Schrauben, aber davon Dings. Gut, das heißt, Freund, stell mal hier ganz kurz die Arbeit ein. Du darfst wechseln. Machst jetzt auch Metallplatten. Ja, dann bleib da liegen. Die 97 nehme ich selber, dann kann ich nämlich nochmal Eisenstangen herstellen. Dann arbeiten wir mit dem, was wir erstmal haben. Dann räumen wir jetzt eine Fläche frei, wo wir das Ding aufstellen können. Stellen das hin und versuchen, so schnell wie möglich an Kohlekraft ranzukommen. An Kohleenergie. So viel zu, wir bauen die Fabrik. Also ja, wenn wir das Material haben, die Grundfläche steht ja schon mal. Also der Versuch ist ja da. Wir brauchen noch ein bisschen davon, ein bisschen hiervon, wir brauchen von allem noch was.
die Metallplatten hier. Mach so gut. Mach so gut, mal weiter. Achso. Verdammt. Ja, bei einem anderen Spiel ist das im Metall mal auf der anderen Seite durch. Führt das generell immer zu Problemen. Platinen nehme ich erstmal mit. Wie läuft's hier so? Machen wir weiter. So, ihr seid die beiden wichtigsten. Einmal 50 hier rein, einmal 50 da rein. Weiter geht der Verein. Kabel haben wir.